Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen Trading Update des Martingale AR Trading Projekts Mensch versus Maschine. Es gibt einiges Interessantes zu berichten. Die Euro-Dollar-Bewegung schauen wir uns hier gleich mal an. Die Euro-Dollar-Bewegung ist weiter nach unten gegangen, fast schon mit Ankündigung. Letzte Woche hat man das ja schon fast erwartet, dass es noch weiter runter geht. Insofern ist es jetzt keine große Überraschung, aber das heißt natürlich, dass es für unsere Euro-Dollar-Buy-Long-Engagements weiter in den Verlust lief. Und das sehen wir jetzt hier gerade auf dem Mensch-Konto. Zur Erinnerung, das Mensch-Konto, da nutzen wir den MFX Martingale Klassisch EA und unser Mike Schober steuert hier ab und zu die Einstellungen dazu und lässt sie nicht einfach nur gleich wie beim Maschinekonto, wo wir immer nur 100 Pips Take Profit und Nachkaufabstand handeln und auch nur auf Euro-Dollar, aber auf beiden Seiten Buy und Sell. Und hier sind wir also aktuell bei Euro-Dollar nur auf Buy unterwegs und deswegen natürlich auch und ist das Konto ein bisschen unter Druck geraten, allerdings noch nicht allzu viel. Die Position ist noch einerseits relativ klein und andererseits haben die Euro-Schweiz-Positionen schön dagegen gewirkt. Hier sind wir zweimal mit exakt gleichen Einstellungen unterwegs derzeit und wir sehen hier diese Abwärtsbewegung hat natürlich guten Equity-Zuwachs gebracht, kleinen Gewinn und wir sind auch aktuell wieder short, wodurch sich natürlich auch diese Euro-Schwäche, Schweizer Franken-Stärke ein wenig positiv auf das Equity auswirkt. Insgesamt trotzdem ein leichter Verlust zur Vorwoche. Wir hatten 570, 21, jetzt sind es 562. Auf dem Maschinekonto dagegen sind wir ja nur auf Euro-Dollar unterwegs, wie schon erwähnt. Und hier sind wir auch schon bei, schon längere Zeit, allerdings auch noch relativ klein. Hier ist der Netto-Rückgang des Equity ist ca. 30 Dollar. Also ja, das ist verkraftbar. Es ging von 2035 auf 1605 und hier sind natürlich 400, also der Unterschied ist natürlich 430 Dollar, aber 400 davon kommt von einem Abzug von Trading-Kapital, weil wir auf einem anderen Trading-Experiment, auf einem anderen Trading-Konto ein bisschen mehr Equity, ein bisschen mehr Margin-Hinterlegung brauchten, weil hier mehr als bisher erwartet Positionen eröffnet worden waren. Und hier auf dem Martingale Klassisch können wir es uns einigermaßen gut leisten. Da ist die Margin-Auslastung nie eigentlich ganz so groß. Da können wir eigentlich mit so wenig, also um unseren Risikovorstellungen zu entsprechen, können wir hier mit bis zu 1000 bis zu 1000 Dollar runtergehen oder vielleicht 1200 Dollar können wir runtergehen, um immer noch im Rahmen unserer Vorstellungen zu bleiben, risikotechnisch. Und daher haben wir uns entschlossen, das Geld davon abzuziehen. Und deswegen ist sozusagen jetzt der Basiskontostand 1600 und nicht mehr 2000 und deswegen die 400 Dollar extra. Aber natürlich die von 35 auf 0,5, das ist Kursverlust. Wir sind einmal hier kurz nach Bericht letzte Woche in eine neue Long-Position rein, dann in eine Verdoppelung und jetzt harren wir der Dinge, die da so kommen. Der Trend ist ziemlich intakt, das ist ziemlich erstaunlich, aber es steht aktuell gerade auch nichts dagegen und es kann einfach noch weitergehen mit der Euro-Dollar-Bewegung. Warum? Wir haben einen unheimlich stark gefüllten Veröffentlichungskalender diese Woche mit dem Bruttoinlandsprodukt der USA, mit dem Consumer Confidence Index. Und natürlich am Freitag die große Zahl die Non-Farm Payroll, der monatliche Arbeitsmarktbericht aus USA. Also gibt es hier viel Potenzial für einfach Bestätigung, dass es mit den US-Zinsen weiter nach oben gehen kann, damit natürlich der US-Dollar weiter attraktiv bleibt und wird und vielleicht einfach der Euro-Dollar-Kurs dadurch weiter in die Knie gezwungen wird. Ein weiterer Aspekt möchte ich Ihnen zeigen, wenn wir hier auf dailyfx.com gehen, da gibt es den IG Sentiment Index, der Retail Trader Sentiment Index von IG, dem Broker IG, und der steht aktuell ebenfalls auf
bärisch. Warum? Es sind ungefähr 60% der Trader long, short nur 40%, und in der Regel kommt es immer anders als erwartet, immer anders als die Masse es erwartet, und deswegen ist das ein bärisches Signal und aus dieser Hinsicht auch noch weiterer Spielraum nach unten. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine gute Trading-Woche. Alles Gute für Ihre Trades. Ihr Christoph Enslin von MindfulFX, Ihr EA-Programmierer.